Heimsieg im Hessen-Derby. Bis Mitte des ersten Viertels sahen die Zuschauer ein furioses Hessen-Derby, bei dem der RSV dann allerdings zwei Gänge höher schaltete und sich schon im ersten Viertel absetzte. Die Frankfurter trafen nichts mehr, während auf der anderen Seite jetzt alles gelang. Besonders ein. Steve Serio trifft hier Sekunden vor Ende des ersten Viertels von knapp hinter der Mittellinie zum 29:8. Sein 11. Punkt. Auch dem zweiten Viertel drückten die beiden Amerikaner Steve Serio und Mikey Pay ihren Stempel auf. Dem schnellen Umschalten von Verteidigung auf Angriff hatten die Frankfurter nichts entgegenzusetzen und die beiden schnellen US-Boys kamen immer wieder zu Fastbreaks. Hier war es erst Steve Serio, dann ist es Mikey Pay. Auf ihr Konto gehen bis zur Halbzeit 33 Punkte. Selten finden die Skyliners aus Frankfurt ein Mittel gegen die massive Deckung. Hier ist es Lars Lehmann, der aus der Mitteldistanz trifft. Die letzten beiden Punkte vor der Halbzeit gehören dann wieder dem RSV. Mikey Pay passt mustergültig zu Thomas Böhme, der sicher vollendet. Die Hessen gehen entspannt mit einer 53:17 Führung in die Pause. Ohne die US-Boys startet Chefcoach Nikolai Zeltinger ins dritte Viertel. Anfang des Jahres muss er gegen den HSV auf die beiden Amerikaner verzichten. Aber auch dafür ist man wohl bestens gerüstet. Tommy Böhme, seit Wochen in bestechender Form, führt nun die Mittelhessen. Erst trifft er selbst, danach sehen wir Jan Haller, wie er Joe Bestwick bedient und dann kann man sich an der Zusammenarbeit von Jan Haller und Thomas Böhme erfreuen. Eingeleitet durch den langen Pass von Dirk Köhler. Auch das letzte Viertel startet mit Thomas Böhme als Taktgeber. Hier der Pass zu Dirk Köhler und es steht 77:27. Kurz darauf bedient er Jan Haller 79:27. Die Frankfurter ergeben sich nun fast kampflos in ihr Schicksal. Allerdings ist es hier Maria Kühn, die nochmal dagegen hält und sich hier gegen Dirk Köhler durchsetzt und trifft. Mitte des letzten Viertels stehen auch wieder die Amerikaner auf dem Feld und erhöhen nochmal die Schlagzahl. In dieser Szene schickt Dirk Köhler nach dem Defense-Rebound Mikey Pay auf die Reise, der selbst in auswegsloser Wurfsituation immer noch eine Lösung findet. Hier heißt die Lösung Felix Schell. 1:30 vor Ende steht es 96:33. Den viel umjubelten Abschluss dieser Gala-Vorstellung setzt dann für die Mittelhessen Steve Serio mit dem 101:33. Im Jubel der August-Bebel-Halle gehen die letzten beiden Punkte der Frankfurter fast unter. Denn mit 101:35 gelingt dem RSV Landil der bislang höchste Sieg gegen die Nachbarn aus Frankfurt.